Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier am Pumptrack in Lindlar am Metabolon und ich werde heute das erste Mal Dirtbike fahren. Es wird ein ziemlich langer Tag, denn wir rollen es gerade das erste Mal jetzt hier ein. Das hier ist das gute Stück. Ich zeige euch natürlich gleich ein Bikeporn. Und das hier ist der Pumptrack hinter mir. Ich bin noch nie richtig wirklich Pumptrack gefahren. Das Bike hier zeigen wir euch jetzt gleich im Bikeporn. Ich finde, es sieht richtig, richtig fresh aus. Und heute Abend geht es noch weiter, aber das erzähle ich euch später, wo es dahin geht. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Tag. Erstes Mal Dirtbike fahren für mich. Viel Spaß beim Bikeporn. Bikes und da einmal vielen lieben Dank an Bennys Bike Shop. Ihr kennt den wahrscheinlich, das ist ja hier in der Umgebung auf jeden Fall bekannt. Und der hat mir das Bike hier mal zur Verfügung gestellt, das Ganze mal zu testen. Und da einfach vielen, vielen lieben Dank. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Benny, super netter, lieber Typ. Kleiner Laden, dafür aber sehr, sehr persönlich und auf jeden Fall ein kompetenter Typ. Ja, wir werden das Ganze jetzt mal testen. Und wenn ihr da Bock habt auf ein Dirtbike oder auf andere Bikes, NS-Bikes, Norco. Der Benny führt die Marken, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, checkt seinen Laden mal ab. Ich packe euch mal den Link unten in die Videobeschreibung und auch was Service, Reparaturen angeht. Ne? Er macht halt einfach alles. Also seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Wir werden jetzt uns eine Runde hier einrollen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Bin auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ich sage euch eins, Dirtbike fahren fühlt sich komplett anders an als normal Fahrradfahren. Damit ihr ein bisschen an meinem Gefühl teilhaben könnt, erzähle ich euch ein bisschen was darüber, wie sich das anfühlt, mit einem Dirtbike zu fahren. In erster Linie ist das Fahrrad einfach unglaublich klein und unglaublich hart. Sozusagen ein Hardtail in Mini-Format. Ich muss dazu sagen, dass ich mich verwundert habe, wie schnell ich hier auf einmal auf diesem Pumptrack werde, sodass ich manchmal auch gar nicht so schnell die Kurven kriegen konnte, denn das Ding rollt mit 4 Bahnen in Reifen ziemlich, ziemlich flott. Darüber hinaus gibt es ja die Leute, die sagen, auf einem Pumptrack und auf einem Dirtbike und allgemein auf so einem Hardtail lernst du Fahrradfahren. Und da ist mit Sicherheit was dran, denn es ist so, dass die kleinen Impulse, die man macht, eine richtig große Auswirkung haben auf das, was passiert. Und das Fahrrad verzeiht einfach nicht wenig Fehler. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so eine gute Lernkurve, die man hier auf dem Bike hat. So Pumptrack fahren ist auf jeden Fall eine Sache, die muss man ein paar Mal gemacht haben, damit man da irgendwie gut reinkommt. Aber ich habe mich relativ schnell tatsächlich wohlgefühlt auf dem Fahrrad. What?
Das ganze Pushen und Drücken und so weiter ist auf jeden Fall eine Sache, die in erster Linie natürlich anstrengend ist, aber ich glaube auch in zweiter Linie auf dem Trail nachher einen großen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, was ich mit Thomas gemacht habe zum Thema Pushen und Speed bekommen auf dem Flow Trail und so weiter. Ich glaube, wenn man viel Pumptrack fährt auf so einem Dirtbike, dann lernt man besonders das ziemlich, ziemlich gut. So Leute, wir sind fertig hier am Pumptrack, weil wir wollen es nicht zu sehr verausgaben, weil gleich geht es ja noch weiter. Und zwar fahren wir zur Wicked Woods Halle. Der Tom hat die Halle da reserviert für uns und ein paar andere Leute. Da den einen oder anderen werdet ihr auch schon kennen. Und ja, wir wollten das einfach jetzt nur so ein bisschen einrollen und uns mit dem Bike hier so ein bisschen zumindest vertraut machen, bevor wir jetzt einfach dann in so eine Halle fahren. Also ich kam überraschend gut zurecht und bin sehr, sehr gespannt, ob man da in der Halle so den ein oder anderen Sprung wagen kann, weil das wäre natürlich richtig spannend, wie es ist, mit so einem Dirtbike so ein bisschen zu springen. Ja, am allerliebsten würde ich jetzt in so einem Dirtpark fahren, wo auch so Sprünge sind, wo man sich so ein bisschen rantasten kann, um dieses aktive Springen zu lernen. Ja, macht auf jeden Fall Bock, aber bei 3 Grad echt ein bisschen frisch. Wir machen uns fertig, Leute. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Denn da geht es dann Teil 2 in der Wicked Woods Halle mit dem Dirtbike. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ich hab's ja gut gemacht. Ja, Leute, das Praktische ist einfach, ein Dirtbike passt einfach im Ganzen rein. Ich löse dann einfach den Lenker ein bisschen, dass ich den, weil der passt hier nicht so rein. Aber das ist einfach mega entspannt. Bei 2 Dirtbikes wird es dann schon wieder enger werden. Aber es ist echt so, dass man auch wirklich nicht die ganze Zeit durchfährt, weil es halt einfach wirklich ein bisschen anstrengend ist, auch dieses Pumptrack-Fahren und so. Im Dirtpark wäre es vielleicht hier was anderes, aber hier jetzt so ein Dirtbike voll genügt. Danke dir nochmal, Benny. So, ab geht's.